hallo und herzlich willkommen. Ich will euch heute eine kurze Einführung in den GCC Expert 24 geben. Wir werden uns den digitalen Teil anschauen und wie man letztlich am Gerät plottet und druckt. Und dann fange ich einfach mal an. Jetzt beim Einspannen der Folie ist es besonders wichtig, darauf zu achten, dass hier die weißen Striche bzw. hier unten diese angerauten Walzen auf diesen Festspannwalzen liegen, da unsere Folie sonst nicht richtig transportiert wird. Das gilt hier für alle drei Walzen. Und dann nehmen wir einfach unsere Folie und legen sie von hier hinten durch. Schauen dann hier, dass unsere Striche schön parallel sind, schön weit außen, parallel mit unserer Walze. Dann spannen wir die mal fest. Schauen, dass sie auch schön gerade ist. Dann ziehen wir ein ganz kleines bisschen an der Folie, dass sie schön unter Spannung steht, dass sie nicht rumwackelt. Und dann können wir hier schauen, ob wir die Folie gerade eingespannt haben. Und wenn das der Fall ist, dann klicken wir hier auf Origin Set, On Offline, dann nochmal auf Origin Set, nochmal, und dann wird unser Nullpunkt festgelegt. Okay, ich habe hier jetzt schon mal eine Vektordatei geöffnet in Adobe Illustrator. Hier ist dieses Cut Wizard Plugin installiert. Wir sehen jetzt hier, wir haben jetzt hier ein Gebilde mit drei Vektoren, ganz einfache. Und wir werden jetzt hier mal den grünen Teil davon drucken. Und zwar will ich dann diese beiden hier haben. Und das Beste ist, dass wir jetzt uns eine Datei anlegen, an der die Höhe, diese Höhe hier, gleich ist wie die Rollenbreite von unserer Folie, die wir haben. In meinem Fall hier und in den meisten Fällen ist es dann im kleinsten Fall 30 cm. Und da habe ich hier schon mal eine Datei angelegt. Ich muss jetzt hier gleich noch einen anderen Auftrag für Trinity Bikes mitmachen. Deshalb kommt es jetzt hier einfach mal hinten dran. Das Objekt ist jetzt von der Größe her schon richtig eingestellt. Und jetzt kann ich hier das Objekt möglichst foliensparend platzieren. In etwa irgendwie so. Okay. Die kollidieren jetzt hier nicht, sehr gut. Dann wollte ich noch die Größe hier haben. Die platziere ich dann auch hin. Vielleicht zweimal. So und so. Und wenn das jetzt hier unser Druckauftrag ist, wichtig zum Beispiel hier bei der Schrift auch, dass man Schrift in Pfade konvertiert, aber ich hoffe, über Vektoren brauche ich dann den allermeisten nicht allzu viel mehr zu erzählen. Und wenn wir das jetzt hier haben, dann spannen wir die Folie ein. Und wenn wir die Folie eingespannt haben, dann können wir hier über Datei, Cut Wizard, plotten und schneiden. Und einmal das Plugin anzeigen lassen. Genau, und jetzt haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Einmal wird uns jetzt hier unser Druckauftrag angezeigt mit den Dingen. Dann können wir es hier, falls wir für Textildruck, falls wir das nachher noch in der Presse geben und auf Textil drucken, müssen wir es ja in den meisten Fällen erstmal auf andere Folien natürlich und dann auch natürlich spiegelverkehrt drucken. Das können wir dann hier einstellen. Wir brauchen das jetzt hier nicht, weil wir für normale Beklebungsfolie arbeiten. Dann sehen wir hier die Breite, die uns der Plotter anzeigt, die er als Mediengröße angibt. Und dann unsere Jobgröße und Höhe. Und die Prozentanzahl, ob wir quasi alles in der Größe, wie wir es in der Datei angelegt haben, auch später rauskriegen. Das wird uns hier angezeigt. Dann gibt es natürlich hier noch verschiedene Möglichkeiten. Die Endposition zum Beispiel des Schneidekopfes anzugeben. Ich mache da immer hinter dem Job 1 mm. Falls man den Druckauftrag direkt von hier nochmal schickt, dann kann er da direkt weiter plotten. Und wenn wir das alles hier haben, dann können wir auch schon
direkt auf Plotten gehen. Das wird dann abgeschickt und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Zurecht. Okay, als nächsten Schritt kommt unsere Übertragungsfolie. Okay, bei der Verklebung, die machen wir jetzt genauso quick and dirty wie den ganzen Rest des Videos. Normalerweise müssten wir den Untergrund jetzt hier schön sauber machen, ich mache das jetzt einfach mal so. Und wir haben jetzt hier unsere Übertragungsfolie und die Grundfolie und die ziehen wir jetzt voneinander ab, dass an der Übertragungsfolie die farbige Folie dran bleibt. Dann ziehen wir die jetzt mit ab. Jetzt habe ich nur mit dem falschen angefangen. Ich wollte eigentlich das hier haben. So, einfach hier hin, leicht feststreichen, Übertragungsfolie weg, so, dann die nächste Farbe, gelb. Das ist jetzt bei dem hier natürlich nicht so einfach, normalerweise ist das ja nicht so schwierig, die Reihenfolge, beziehungsweise bei einem einfarbigen Kleber ist man ja jetzt schon fertig. Wir haben es jetzt hier leider ein bisschen schwieriger. So gesehen wäre eine Nassverklebung auch nicht so schlecht gewesen, aber nass kann es jeder. So in etwa, glaube ich, das hin. Deswegen haben wir es auch zweimal gedruckt, dass wir uns hier Fehler erlauben können. Naja, kommt schon hin. Blasen rausstreichen. Ich habe das natürlich jetzt hier ganz mies drauf geklebt. So, unsere letzte Farbe. Ich muss natürlich immer schauen, wie die da auch hinkommt. Wie machen wir das jetzt?
trotzdem. Ja, so grob wird das schon passen. Nicht ganz 100%, aber durchaus annehmbar. Okay, ich hoffe, ihr konntet mit meinem Tutorial was anfangen und habt verstanden, wie es funktioniert, und ich konnte euch den GCC Expert 24 näher bringen. Und wenn ihr Fragen habt oder Kommentare dazu, immer gerne. Ich freue mich drauf. Lasst uns diskutieren. Bis dahin. Ciao.